Heute Verschwörungstheorien. Okay. Haben wir uns vorgestellt, mal über Illuminati. The New World Order. Oder auch The One World Order. Ich habe ein Skript. Soll ich meinen Bildschirm übertragen? Also, ja, ich lasse dich einfach heute reden und ich mache heute ein bisschen den Passiven, ein bisschen trinken und so. Ist okay? Dann, ja, bitte übertragen. So, ich habe meinen Bildschirm geteilt. Siehst du, was ich sehe da? Ja. Siehst du das? Jo. So, es geht um Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheorien. Ich blende uns mal klein daneben ein. So. Moment, ich hab's gleich. Ich habe auch Bauten. So. Also, ihr seht hier. Warte, ich mach das mal groß. Ihr seht hier VTler, Verschwörungstheoretiker, Wahrheitssuchender, verklausuliert, ja. Der Dom der Wahrnehmung. Es geht dann um Talente, das betrifft das Schicksal. Wer folgende Fragen berührt, ist manchmal schon in Frage in der Karrierensituation. Die Weltverschwörung. Lass sie uns Welteinheit nennen. Die eine Welt, die One World, wo die Reunion hat gelassen, One Love schon. United Earth, vereinte Erde, alternatives Netzwerk lautet Terranetz und Terrabund, beziehungsweise ein duales Netz, statt eine Welt, Net und Per, beziehungsweise United Interland und Interland United, Ordnung A, abgekürzt UI and IU. Das ist so viel zum Text. Ist alles auf der URL zu finden, die ihr da seht, verlinke ich dann in der Beschreibung. Illuminati meint meistens Erleuchtung. Echsenmenschen meint Reptiloide. Freimaurer, schön gesagt, sind die Brüder. Aliens, Besucher aus dem All und Geister des Heiliggeistes bei Geist über Materie. Es gibt in der Erde die Dimensionsetagen, es gibt Sterne, die Planeten. Wir haben das Universum, wir waren Universalis. Kosmos, mochte vielleicht der ein oder andere sagen. Hat man das genannt, ist man gleich bei Reichsbürger und Reichsdeutscher einsortiert. Der Zingeltanz um Europa von Anglikanern und Orient. Sprich, wir haben einen Zingeltanz um Europa von Anglikanern und Orient erlebt. Übrig gebliebene, es ist die Hochfinanz zu nennen, die Oligarchie, die Reichen, das Establishment, die oberen 10.000. Hochzuhalten seien Menschenrechte mit Gott, einer neuen Weltordnung, eine Novus Ordo Seclorum oder einer gemischten Weltordnung, Mixed World Order, mit Menschenrecht und Gott. Sympathie, Empathie, sehr entscheidend. Je mehr Menschen, desto entscheidender. Sympathie, Empathie, Sympathie, Empathie. Die Zweiklassengesellschaft in profan und eingeweiht, hier schreibe ich es nochmal, Menschenrechte und mit Gott, dass dann alle sich wieder an vernünftige Regeln halten, dass alle sich wieder an vernünftige Regeln halten und der Tanz um die gute Rede möge beginnen. Der Tanz um die gute Rede. Diesen Text veröffentliche ich dann vielleicht, abgeändert vielleicht auch nicht, dann im Blog, soll mein Blog noch sagen, Putzi? https://seed-andreas.blogspot.com seed-andreas.blogspot.com. Ja. Ich glaube, da ist nicht mehr offen, aber
Du hast es doch hier, schon oben, wer ist das irgendwie? Du hast doch hier noch. Ich mach mal hier separat auf. Gesuchen. Nee, das ist nicht das, was ich da So, wollte. was hast du jetzt da rausziehen können oder was machst du jetzt mit dem Verschwörungstheoretiker? Ich gehe kurz auf dein YouTube-Channel, zeig dir noch kurz ein bisschen. Ja, warte mal. Die Shorts. Soll ich bei dir einschalten? Soll ich meinen Stream ausmachen? Nein, ist gut. Ich hab schon gezeigt. Hast schon Ja. gezeigt. Ja, also wir sehen hier also Verschiedenes Okay, wir sehen das an los. Themen, weil ich habe vorgefragt. Ich habe vorgefühlt, liebe Leute, obere 10.000 oder was man davon hält, was braucht ihr eigentlich? Und es war dann erstaunt, erstaunlicherweise nicht die Sage in der Wahrheit zu finden, sondern die brauchen Verschwörungstheorien, hatte man mir dann mitgeteilt. Ja, die in Funktion, die haben es ein wenig schwer und wir bräuchten sowas wie Fußball-Weltmeisterschaft in Herrschaften, die die Welt vermeintlich führen. Ja, brauchen die Oberen da bei die 10.000 angesiedelt irgendwo. Die brauchen also Echsenmenschengeschichten, Freimaurer, Alien, Geister, Illuminati, sage, der dahinter steckt oder sich verbirgt. Gut, so. Ich hab den Stream geholt. Ja, ich hab dich mal auf groß, ich mach mich mal auf groß, ich mach mal Winke. Das sind meine Holzsachen, gell? Das ist mein Handschmeichler. Das ist mein Griffel, da steht Gnade, das wichtige Wort. Da steht Gnade, Gnade, das wichtige Wort drauf, hier. Reingebrannt, ne? Und hier steht Menschenrechte. Man kann es nur nicht mehr erkennen, weil ich so abgegriffen habe. Hier ist mein Buch. Das habe ich 100 Mal verkauft. Ist von Patrachus 999. Okkulte Kabbala. Eine Umschrift. Sozusagen ein Exzerpt. Es ist aber, sind meine Worte. Ja? Weil das Original kostet 23. Ich habe meins, glaube ich, für 10. Nein, für einen Zehner. Damit das Wissen sich Wissen wagen wollen, schweigen, den Menschen da bildet. Na, so viel dazu, ja. Ich habe es dann als PDF kostenlos angeboten. Meine Webseite ist immer noch gesperrt. Ich komme jetzt ohne klar. Aber hey, du hast YouTube-Channel. Ja, Habe ich ich habe vorher kurz. auch Ja. erreichbar über http://crackerinfo.de habe ich mir jetzt geholt. Valentin, oder? Nein, Den. ist er Ja, aber Weiterleitung? der. Ja, Was ist ist er hier? Weiterleitung? Ja. http://crackerinfo.de ist die Weiterleitung auf meinen YouTube-Channel. Ja. Nee, hier unten habe ich doch eingetragen. Guck, Können wir beides da. verlinken? Entweder crackerinfo.de oder die direkte Anschrift. Valentin muss quasi Ja, das slash Video. können wir alles dann unten verlinken. Ja, das haben die jetzt gesehen. Ach so. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Die brauchen das gar nicht so, den Fingerzeig ständig auf ihre Arbeit. Die wollen lieber wegen Unterhaltung wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft sehen, in den Länderfragen, ja. Oder in der Regionsfrage vielleicht sogar. Soll ich auch mal ein bisschen Werbung machen? Oder willst du noch weiter reden? Ja, du bist. Lass ich dich. Oder soll ich auch was erzählen, was ich gerade so mache? Ich Oder willst weiß nicht, ich war eigentlich fertig. Ich habe dann noch einen du? Gedanken gehabt und dann bist du Okay. mir Also, nahe gefahren. dann red deinen Gedanken.
Ja, der ist weg, weil du mir Nike gesprochen hast. Oh, nein. Okay. Dann warten wir, bis dein Gedanken wieder da ist. Ja, Mr. Holz, Talente, Money for Nothing, eingeben am Blog 10-Andreas. Dann seht ihr die 1000, 2000 Holzsachen habe ich verschenkt. Plus 100 Wanderstäbe geschnitzt und verschenkt in der Umgebung bis zur Sehung, dass die Dimension nicht endet. Das ist mittlerweile für mich ein alter Hut. Das ist schon 12 Monate her, die Sehung, dass die Dimension kein Ende mehr hin. Ja, habe ich in verschiedenen Wahrnehmungen jetzt wahrgenommen und gespürt, dass wir in einer endlosen Dimension leben. Jetzt dürfen wir anfangen, lernen, uns benehmen. Ja. Das ist es schon. Danke. So, ich bin fertig. Jetzt? Okay. Ich habe wieder für, glaube ich, jetzt kostet es auf der Xbox 16 oder 17, dass man online gehen kann für 30 Tage. Und dann hat man auch ein Game Pass Ultimate, heißt das Ding. Da kannst du 100 Spiele für 30 Tage sozusagen wie ausleihen oder mal zocken und so. Also, Leute, wenn ihr mit mir GTA zocken wollt oder Red Dead Redemption, mein mein Xbox-Name ist Hanuta2233. So. Mach das. Ach so, du darfst den Hampel machen, aber ich nicht. Nein, ich wollte nur kurz das rein. Ach so, jetzt fällt es mir wieder ein. Nein, jetzt bin ich mal dran. Im Rucksack außen vom Fenster habe ich noch 3 Gönnergies, also den roten, den gelben und den blauen. Wenn ihr die mal getestet oder so von mir, dann einfach reinschreiben. Es ist noch kalt genug. Sie sind jetzt 3, 4, 5 Tage schon draußen und werde die einfach mal auch probieren. Also ich habe jetzt auch kein Video erstellt, ich habe jetzt nur den Livestream angemacht. Und ein Livestream, ja, ich weiß jetzt nicht, das ist einer, der zuschaut. Ja, egal. Das kann man. Man kann auch mal Kurzvideos machen. Ich habe ja meine Tasten belegt, dass man Kurzvideos aufnehmen kann. Ja, ihr könnt auch gerne euren guten Dudes mal so einen Livestream auch weitersenden. Auf Facebook, auf Instagram. Ansonsten muss ich wirklich mal 3 bis 5 Stunden sagen, hey, du bist ein cooler, keine Ahnung. Mal gucken. Mal ein Kurzvideo machen, wo man sagt, hey, da ist mein Insta, Facebook, Skype, Twitch, keine Ahnung. Weil man kann immer wieder Sachen zeigen und aber wir wollen auch mal ein paar Zuschauer haben, wo man eben nicht nur winken und dann nichts zurückkommt, sondern dass auch mal ein Zuschauer auch mal was reinschreibt oder eine Frage stellt. Was ist? Ich wollte noch was erzählen. Okay. Wir haben jetzt eine Menschenrechtsklage in Straßburg, habe ich jetzt losgeschickt. Nicht wegen meiner Sache speziell, sondern einfach wegen Folter, aber da möchte ich nichts dazu sagen, was ich mitgekriegt habe. Und es hat schon Tanz begonnen in Straßburg um die Menschenrechte. Es wird jetzt schon gearbeitet. Leute, ihr solltet auch die Instanzen, wenn sie da sind, in Anspruch nehmen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Und dann haben wir in Den Haag mal pauschal die Frage ans Gericht gesendet, die Corona-Geschichten. Oh, da, ich mache mal Fenster auf. Also, Corona, da bin ich raus. Einsatz. Ja, erzähl du mal, ich mache mal Fenster auf. Bisschen frische Luft. Wir haben das Gericht darauf hingewiesen, dass es noch kein isolierter Bild von einem Virus gelungen ist. Auf welcher Basis man da gehandelt hat. Mit dem Corona und den Impfungen. Punkt. Ja, das hat auch schon was gewirkt. Erstens Den Haag, zweitens haben wir angeschrieben, jetzt Straßburg und beides arbeitet in der Welt. Antonio Guterres, Generalsekretär der UNO, sagt,
Die Menschenrechte werden derzeit fast überall angegriffen. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagt, wir haben 75 Jahre Menschenrechte und die müssen wir auch bewahren. Das Ganze hat angefangen mit Stefanie Hessel, empört euch. Wisst ihr noch? Da hat er nachgelegt. Das zweite Heft habe ich nicht. Ich habe eine Frage, hey. Warte mal, wir haben ja einen Zuschauer. Darf ich ganz kurz? Ja. Also, Zuschauer, also wie gesagt, ich habe kein Video gestartet, wo ich nachher noch separat hochlade. Ich bin kein Stress heute, ich habe ein bisschen erkältet und so. Auf welchen? Ich frage, wir fragen einfach mal unsere Zuschauerschaft, also meine oder keine Ahnung, deine. Also es gibt ja verschiedene YouTuber. Wenn wir jetzt auf jemanden reacten sollen, er und ich, wer? Habt ihr irgendein paar Namen, wo ich sage, hey, nehmt doch mal das Video oder den. Also ich gucke halt nur große YouTuber, Imp, Stay, KuchenTV, Leo macht mehr und so weiter. Und dann machen die dies, das, aber eben, es muss nicht sein, dass wir Dr. Evil, er ist für Dr. Evil, Austin Powers. Kennst du überhaupt Austin Powers? Battle Leute, Rainer Winkler, ist er auch noch, Drachenlord? Willst du was drüber sagen? Ja, ich sag dazu, Wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Okay, und weiter? Wir werden diese Zeit noch erleben. Ich will mal kurz mein T-Shirt zeigen. Einmal Pullover. Das ist mein Flameboy Superfly. Das ist eine Skater-Marke. Skater-Pullover. Guck mal, wie findest du mein Skater-Pullover? Und jetzt sag nicht Scheiße. Was steht denn dabei? Superfly. Superfly oder was? Das ist Flameboy Superfly. Superfly, aha. Ja. Ja, komm, soll ich jetzt weiter erzählen? Ja, hey, wieso hat der Brutzi einen Bart? Ihr könnt alles fragen, warum hat der Brutzi Fingernägel? Wieso ist das verboten? Wir können jetzt einen Finish machen, der Aufnahme von mir. Oder wir machen noch ein Stück. Okay. Oder wir machen noch ein Stück. Ach du, also du und ich habe nur einen Stream. Der stresst mich nicht. Wir können ein bisschen klönen, so sagen manche. Klönen. Vielleicht schreibt jemand rein, hey, der YouTuber, redet doch mal über den, nehmt doch das Video von ihm, fangt locker an. Ich habe nie reacted auf Leute, aber ich gucke mir die Sachen einfach immer an, so. Aber eben, das Einzige, was ich noch habe, sind die Gönnergies, wo ich testen kann. Aber ich will nachher wirklich nochmal probieren zu schlafen. Schön hier. Das ist ein super, super weiches Kissen hier. Ich weiß noch, der Sirmeli, Amt für Menschenrechte, hat er sich genannt. Wer? Sirmeli. Ist ein YouTuber. Auch gewesen. Kurze Frage. Du Zuschauer, wo du zuschaust, schreib mal was rein, wenn dir möglich ist. Ansonsten, wenn du wo ich vor 2-3 Tagen wieder mal geredet habe, schreib mir im Discord, dass du nicht schreiben kannst oder so. Dann weiß ich, wer du bist. Aber sonst schreib mal was in den Chat rein, bitte. Hallo oder guten Morgen. Ja, das ist sicher wieder so einer, wo sagt, ja, wenn ich jetzt was reinschreibe, dann blockiert er mich. Nee. Ich habe zufällig in meinen YouTube-Account... Mal. Input, Output, Pro und Contra. Yes. Ja. Ich habe zufällig 1,2 Millionen Besucher seit 2009, 14 Jahre, my Channel. 1,2 Millionen Besucher. 2049, was?
Seit 2009. Ich möchte noch kurz sagen, GTA kennt ja jeder, Autofahren und so. Hast du es verstanden jetzt? 2009, ja. Ja, gut. Also Red Dead Redemption, Pferde füttern mit Apfel, Striegeln. Was gab es früher? So Revolver, alte Häuser, Gewehre, wie heißen die Dinge? Und es ist beides gut. GTA ist von Rockstar, wie Red Dead Redemption spielt auch von Rockstar. Aber eben, wie gesagt, mein Xbox-Name Hanuta 2233. Ich kann keine Livestreams machen, weil die Xbox-App irgendwie nicht funktioniert mit dem OBS. Aber ich kann auch nicht irgendwie auf Twitch live gehen und es geht ja nicht. HDMI 2 ist die Xbox und HDMI 3 ist das, was wir hier sehen, so PC. Und auf dem PC kann man zwar die Xbox-App, aber eben da man kein Kabel hat, also ich hab schon Router und so und Kabel und so weiter, aber ja, da wo ich jetzt zur Zeit bin, ich brauche einfach eine eigene Loge und dann mit dem Kabel rein und dann können wir wieder alles. Also ich kann mit dem Gamer-Stick, mit dem PSS 4K-Stick alle Super Nintendo-Spiele spielen, ich kann auch PC-Spiele mit der Maus und mit Indiana Jones, Monkey Island und so weiter. Ja, es geht schon, aber ja, wir brauchen einfach ein paar Zuschauer, wo weißt du, es gibt wirklich Leute, die sitzen 10 Stunden am Handy und sagen, ich folge dem, ich folge dem, ich folge dem, also diese Partei. Aber ja, was möchte man sagen, ne? Eben, wie gesagt, ich habe ja vorhin im Trockenen gesagt, wir brauchen einen Zuschauer, der von ein bisschen mitschreibt. Das wird mir reichen. Hm. Und wir haben hier einen Zuschauer, aber der ist irgendwie entweder gebannt, geblockt oder er schreibt einfach nicht, weil er denkt, wenn er schreibt, dass er dann geblockt wird oder gebannt wird. Aber ich bin ja, ich ja. Hm. Das ist okay, so. Ja. Na gut. Da sind meine Lieblingsfarben. Das ist Gold, Gelb, Braun, Silber, Grau und Schwarz. Und da drauf thront eine Tetraeder mit 3 weggehenden Stäben. Das ist auch, was ich das... Auf einem Rund des Astes. Ja, das ist so ein... Das ist ein Tetraeder. Ein Dreieck. 3D. So. In 3D. Und das sind so meine Tools. Ne? Hey, was? Ach so, ja, hier, bitteschön. Ja. Hä? Hab 20 Jahre woanders jetzt gelebt, weißt du? And we all shine. Ja, nein, hey, darf ich jetzt auch mal ein bisschen reden? Da draußen sitzt einer mit dem Hund am Spazieren und der hat gepfiffen. Ich habe gedacht, vielleicht ist jemand, wo hier unten ist, hat mein Fenster offen gesehen, wo der vielleicht irgendwie was mir sagt oder so. Keine Ahnung. War der auf öffentlicher? War der auf. War der auf man weiß nie, ist es Stress? War der auf öffentlicher Straße? Ja, weißt du, man weiß nie. Ja, dann können wir es auch drin lassen, dann müssen wir es nicht rausschneiden. Das ist, ja, mach doch was du willst. Hm. Ich habe gedacht, vielleicht will jemand, da bin ich ans Fenster gegangen, gucken, ob jemand was hat, von hier, wo ich wohne. Und ja. Ah. Es ist halt Stress oder nicht Stress. Gut Ding will Weile haben. Na gut, ich beschließe jetzt die Aufnahme, ja? Okay, ach so, wir sind noch dran. Ja, mir fällt nichts mehr ein. Na? Okay.
Was macht da jetzt drin? Du hast den Riesen. Der lass ich einfach ein bisschen laufen. Wenn ja, lassen laufen. Ich mach Stopp. Winke, mach Winke, Winke. Tschüss. Du hast auch noch deine Gravurscheibe. Zeig die doch mal kurz. Habe ich doch. Da gehabt, warte. Große. Warte. Ja, die, genau. Ja, wie so runter. Juhu, Nettitas. Ja. Warte, ich mache mich auch noch mal groß. Nettitas, leider spiegelverkehrt. Nettitas. Bis Linetti. Werdet nettlich. Also, tschüss. Werdet nettlich. Ja, tschüss, Leute. Und Like nicht vergessen bei Bumba.